Aber was machen wir denn überhaupt, Max? Du, wir sind hier, ne? Wir futtern uns durch, haben einen schönen Tag, so wie es sein muss. Ey, überhaupt dich, wir haben es ja angekündigt, dich überhaupt in Los Angeles zu treffen, das ist ja schon geil. Das ist der letzte Tag heute tatsächlich, wo ich hier bin. Ja. Ihr habt ja zwischendrin auch noch Las Vegas und so gemacht. Und so. Yes. Kommt da eigentlich was an Content, oder? Ja, boah. Du weißt es, du weißt es ja schon. Wir haben einfach spontan auf der Straße Gordon Ramsay getroffen und er hat uns einen Tag zum Essen eingeladen. Ganz krank. Also das war wirklich ein, wenn ich das auch ausspreche gerade, ich kann es immer noch nicht glauben. Ja, ich glaube es auch nicht, weil ich wäre gerne dabei gewesen. Absolut verrückt, ja. Absolut verrückt. Aber hey, ihr seht ja, ihr sitzt wahrscheinlich jetzt, wenn ihr dieses Video seht, zu Hause im kalten Deutschland. 2 Grad und Regen seit einer Woche. Hier ist Kalifornien, hier ist Los Angeles. Ja. Und wir sind auf dem, kannst du das aussprechen, wie das heißt? Smorgasburg Market in Los Angeles. Eine Empfehlung von meinem Freund Carsten. Ah ja. Ja, der hat mir Instagram geschickt und hat gesagt, geh dahin, sieht geil aus. Kasi, danke. Wir wollen uns heute ein bisschen treiben lassen, so ein bisschen locker aus der Hand gefilmt, ne? Ja. Und einfach, wir haben Hunger jetzt auch. Absolut. Es ist Mittagszeit. Es gibt auch richtig geile Sachen hier, was ich online gesehen habe. Letztes Jahr waren wir in Downtown LA, hatten hier eine Wohnung und haben tatsächlich, ich glaube, 2 Blöcke weiter gewohnt, haben aber den Tag nicht erwischt, weil dieser Markt ist nur am Sonntag. Nur sonntags, ja. Lobsterpasta, Tacos. Ich glaube, wir sollten einfach mal ein bisschen erkunden. Motivation gehen. Ist da, auf geht's. Los geht's. Sieht aus wie bei Tacos Number One. Guck mal, Tortillas. Hechas a mano, das heißt, dass sie frisch gepresst werden wahrscheinlich. Ich glaube, das können wir uns bestimmt angucken hier, oder? Ja. Geil, laufen durch die Maschine durch. Ja, ich sag dir, Nonplusultra, für mich wäre jetzt noch ein Spieß gewesen. Ja, das stimmt. Aber die haben einen Laden, Tacos 1986, das heißt, wahrscheinlich haben die es vom Spieß abgeschnitten. 100%. Ja. Okay, Steak and Pork, 2 each, würde ich sagen. Steak and Pork? 2 each, ja. And then would you like everything on them? Onions, cilantro, guacamole sauce? Alright. No, that's it. Natürlich! Wow, er macht schon ein bisschen, ne? Ja, so wollen wir es doch haben. Number 34, okay? 32, alright, okay. 34, alright. Ah, okay, I see. Alright. Aus diesen Plastiktüten, wo man dann alles Mögliche drin hat, so mit Handschuhen genau, und so. Genau, wollte ich mir hier auch reinziehen. Ja. Gab's aber im Caesars Palace am Buffet. Ah, okay. Ja, also, aber auch sehr gut. Geil. Sagst du ehrlich. Alright, thank you. Thank you. Wow, so kann doch der Tag beginnen. Aber sag mal, Max, wo hattest du bis jetzt deine besten Tacos? Hier in L.A. Ja? Ja. Nicht in Mexiko? Wir waren noch nie in Mexiko. Ach, du warst wir fliegen jetzt erst nach Mexiko. Das wird geil. Aber das sieht doch wunderschön aus. Also, was hier begeistert auf jeden Fall, dass sie die einfach frisch machen. Die haben diese Rolle, diese Walze, machen frische Tacos. Zweimal Pork, zweimal Steak. Ich weiß nicht mehr, wer was hat. Nehmen wir uns beide so einen schönen Pork-Taco. Du weißt ja, immer Finger weg vom Taco, gell? Wie meinst du das? Pass auf, ich zeig's dir. Hast du so eine eigene Technik, ja, oder ja, klar. Der muss immer gespreizt sein, das habe ich gelernt. Ja, ja. Das ist so. Das ist wie beim Alkohol. Ey, Max, geil. Vielen, vielen Dank. Boah, dieser weiche, frische Taco, sehr, sehr geil. Spritzer Limette vielleicht noch? Ja, stimmt. Ja, den könnte man noch nehmen, so. Er hat diese klassische, diese klassische Würzung, die es haben muss beim Schwein. Mhm. Ich vergleiche sie immer mit Tacos Number One in New York. Mhm. So, weißt du, das ist für mich der perfekte Taco, weil die machen auch so viele, dass du, es ist halt immer frisch, immer knusprig, immer geil, weißt du, da geht's halt durch. Die knusprige Tacos sind das? Okay. Ja, na, das Fleisch halt auf jeden Fall, weißt du? Okay. Die müssen ja schon soft sein ne, meiner Meinung nach. 100%. Ja? Ja. Was du bei denen halt hast, du hast draußen noch mal so eine Bar, wo du dir ein bisschen was drauf machen kannst. Ja. Ein bisschen das würde ihnen ganz gut stehen hier, 100%. Ne? Ja, ich finde auch, die Limette fehlt schon sehr. Ja, ja, aber es ist ja immer noch auf hohem Niveau, wie immer, gell? Ja. Also aber hier... Der Taco ist wirklich, der ist wirklich schön. Dafür, dass das Ding frisch gemacht ist und ja. Unglaublich. Das ist schon geil. Bei uns zum Beispiel schwierig nachzumachen. Du kriegst dieses Maizena halt nicht, weißt du, was das ist? Oder wie das heißt, dieses Maismehl halt, weißt du? Ja. Du hast so ein bisschen, Ich hab's mal bestellt bei Amazon, ich glaube für 12 Euro das Päckchen. Da war es ein halbes Jahr abgelaufen. Da hab ich gedacht, bitte. Ich kenne aber einen Laden in Köln, wo du es bekommst. Also in Köln gibt's alles. Mar Atlantico, oder? Nee, das ist ein asiatischer Supermarkt tatsächlich. Ah, das ist ja auch bei dir um die Ecke, hast du gesagt, ne? Genau, die haben da ganz viel Maismehl, blauer Mais, whatever. Ja, beim nächsten Besuch. Aber habe ich mir einmal Lebensmittelmotten mit nach Hause gebracht. Das war wirklich. Sag ich ja. Das ist dann Schmerz. So eine Sache, wo du dann. Und die wirst du nicht mehr los, ne? Ja. Das ist dann halt echt bitter. Okay, Steak. Steak, ja. Yes. Mm. Ich sag so. Sehr guter Auftakt. Mm. Der lässt noch Luft nach oben, ein bisschen. Aber der absolut solide.
Was ich mir bei dem ein bisschen mehr gewünscht hätte, ein bisschen Schärfe, ein bisschen Säure. Ja, ja. So von allem so ein bisschen was. Ne? Ja. Und dann wäre es ein exorbitant guter geworden. So ist es ein grundsolider, meiner Meinung nach. Ja, ja? Bin ich bei dir, ja? Aber ich glaube, es gibt noch einiges zu entdecken. Deshalb schauen wir uns weiter um. Weiter. I would like to have 2 slices pepperoni, please. Let's do it. Oh, wow. Die sieht schon gut aus, aber was kostet das bitte? $12 für die beiden Slices. $12 ist natürlich schon amtlich, ne? Das ist hart, also ist schon ein nices Stück, aber von der Größe her, sag ich mal... Es hätte schon so ein New York Slice sein können, ne? Da hätte man sich gefreut, weil die kosten ja teilweise $1 noch in New York, die großen. Exakt, hab ich auch gegessen. Ja. Die sind essbar, aber du weißt schon, ne? Ja gut, guck mal, wo wir hier sind. Sieht wirklich wunderschön aus. Sourdough Pizza. Es ist wirklich ein Träumchen. Also guck mal, der Rand ist auf jeden Fall schon hier. Der ist, wie er sein soll. Ne? Der ist schön weich, außen knusprig, innen aber schön weich. Du hast Lufteinschlüsse und so. Die backen das ja da hinten in Gosney und Rockbox, also in diesen Home-Pizza-Öfen. Also die man so für den Heimbedarf eigentlich kauft. Und dafür ist das Produkt wirklich Sieht's gut aus. Sehr, sehr krass. Und sie steht auch besser als eine neapolitanische jetzt so, ne? Muss man auch sagen. Ja. Bereit, die richtige Mund zu verbrennen? Ab geht's. Perfekt. Die Peperoni, ne, ist richtig schön knusprig. Der Teig ist auch geil. Ich mag, der Basilikum ist es nicht für mich. Der hat mich direkt gestört. Ja. Der war irgendwie zu krass, gell? Ja, ja. Und ich bin großer Basilikum-Typ. Ja, aber auf jeden Fall. Ich hatte beim ersten Biss jetzt so auch so ein Stück Basilikum, denke ich mir so, ui. Ja. Ist das so ein ganz handelsüblicher? Oder ist das wieder irgendwie so ein Special-Ding, Alter? So ein Basilikum auf Steroiden wieder, weißt du? Schmeckt wie der Barilla-Basilikum. Wirklich. Teig von unten. Wunderschön. Wie es sein soll. Wunderschön. Und diese Peperoni-Salami, die machen die hier einfach am besten. Ja. Ich kenne bei uns kein Produkt, das so ist. Wie die sich aufstülpen, knusprig außen, werden. Innen drin, in der Mitte sammelt sich das Fett, außen ist es knusprig. Ja. Das willst du das haben. Das ist es. Das willst du haben. Das ist es wirklich. Aber gut. Hey, es ist nicht mehr und nicht weniger als wieder mal ein solides Stückchen Pizza, was ein Euro zu teuer ist. Mhm. Ja, sagen wir mal ein paar. Weißt du, was das Gute beim Pizzaessen ist? Man kann es während dem Laufen essen. Ah ja, krass. Uber Eats, das ist ja wirklich krass. Also du kannst hier vorne, du scannst dieses Ding, du kannst hier an vielen von diesen Essensständen dir per Uber Eats dein Essen vorbestellen. Ja. Das ist quasi so modernes Skip the Line, ne? Jo, musst du dich nicht anstellen. Sehr, sehr geil gelöst eigentlich. Das wäre cool, wenn es das in Deutschland auch mal gäbe. Aber andererseits, die Stände haben ja immer Marketing dadurch, dass man da steht, bla bla. Entspannter, wenn man es einfach abholen kann. Na, da gucken wir uns das doch mal an hier. Lobster Nest. Ah, okay. Aua. Hast du einen ganzen Lobster bestellt? Ja, oder zwei Stück? Choose your size, whole? Du hast whole genommen, doppelt, eher einen ganzen Lobster. Ja, einen ganzen, aber wie ist es denn sonst? Ein halber ist sonst. Echt? Wenn du das... Ah, okay, warte, kann man das... Ah, das kann man nicht abwählen. Aber ein halber, was willst du beim halben? Aua. Das tut weh. $84 für einen ganzen Lobster mit ein bisschen Pasta. Let's go. Ey, alles für euch, Leute. Das ist auf jeden Fall schon der richtige Zeitpunkt, Kanal zu abonnieren, Daumen nach oben, Kommentar schreiben. Richtig. Ja? Frittierter, gegrillter Hummer. Unglaublich. Also wie das aussieht, wie das duftet. Knoblauch, Butter, da ist alles drauf, was muss. Oh. Ey, komm, wir besuchen uns einen Sitzplatz da vorne und dann hauen wir das rein. Machen wir. So, mal schauen, was hier abgeht. Wow. Junge! Mit was legen wir los? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Eigentlich mit dem Lobster, den haben wir am längsten schon. Lobster muss. Also müssen wir dann halt jetzt Lobster essen, komm. Ja, es ist natürlich auch schon eine richtige Herausforderung, das überhaupt. Nein, Spaß, guck mal hier. Boah. Also die Nudeln darunter bin ich echt mal gespannt, Alter. Weil die hat er so auf diesem Grill da. Hat er komplett durchgebraten nochmal. Ja, voll, ne? Gell? Gekochte Nudeln nochmal schön durchbraten, das kann ja nur was werden. Das ist wirklich fast ein bisschen wie so ein Brei. Ne? Also die Konsistenz hat wenig mit den Nudeln zu tun, wie man sie aus Italien kennt. Aber irgendwie finde ich das geil. Also dieses Knoblauchkäse. Ja, Knoblauch, Butter, Käse, alles was du da drin hast, macht Spaß. Weißt du, was ich glaube, woher das kommt? Das ist so ein... Zwei Hummerschwänze machen dich nicht satt, wir machen dir einfach noch so eine Hand Nudeln drunter. Ja. So ein Ding, weißt du? Alleine so, wenn du das dann wieder aussprichst, so
fried lobster with garlic noodles. Oder welcome to L.A. Ey, ich muss jetzt hier ran. Ja, komm. Wie machen wir das am besten? Ich weiß auch nicht, ne? Man kriegt das nur diese Plastikgabel. Wie soll das denn funktionieren? Ja. Ey, erstmal mit Schüssen, was hier oben drauf ist. Jo. Was ist da? Ich glaube, wieder Knoblauch, oder? Ist es ölig? Ist es Knoblauch? Ist es Jalapeno, glaube ich? Guck mal. Hast du's? Sieht man sich da einfach raus. Du hast den schon, gell? Boah. Also das ist auch einfach was Dreckiges. Vielleicht muss man auch die Hände benutzen. Ja, ne? Vielleicht müsste man so weit gehen. Meinst du, es lässt sich nicht vermeiden, dass man die Hände benutzt? Ich habe die Hände schon so halb benutzt. Also ich hatte jetzt auch eh trotz Gabel die halbe Hand drin, aber... Ja, Mann, Hummer. Ja. Ja. Und ich finde, jetzt kommen die Garlic-Nudels auch noch krasser. Ja, schön spicy auch. Das war gut. Sehr, sehr geil. Ey, ich habe aber trotzdem Bock, diese Nudeln zu essen, ja? Unnormal. Aber wie du auch gesagt hast, man braucht sie auch. Weil gib mal 42 Dollar aus für einen Lobster und sei dann nicht satt danach. Dann fuckst du dich richtig an. Dann, genau, wenn du dann auch einen Burger holen musst, ja. So, dann... Ja. Ja. Ist echt eine Schweinerei einfach. Also hier diese Öl-Knoblauch-Jalapeno-Mischung da oben drauf, die bockt mich auf jeden Fall sehr. Ja. Und wenn du dir die so ein bisschen in diese Nudeln hier reinpackst noch, dann kommt da irgendwie was Cooles bei raus. Weißt du, was ich jetzt einfach mal mache? Ja. Auch mal ein paar Mac and Cheese dazu. Was soll denn der jetzt? Wir waren ja noch beim Barbecue-Laden. Es steht ja da. Okay, dann gibt es direkt so einen Schweinewürfel hinterher. Mm. Guck dir mal bitte diese extrem knusprige Schwein an. Ja. Das ist schon krass und das ist so super soft und juicy. Das wird auf jeden Fall ein dickes Ding, das weiß ich jetzt schon. Hm. Ist geil? Wenn du das sagst, nein. Muss ich probieren. Das hat gekracht, als sie das durchgeschnitten haben. Ultra juicy. Ja, das ist gut. Oh. Mm. Auch so dieses, ich mag ja, wenn du so ein Stück erwischst, wo du das perfekte Mischung aus Fett und Fleisch hast, mit dieser krassen Kruste oben drauf. Mac and Cheese geht ab, oder was? Mm. Die sehen vielversprechend aus, sag ich dir ehrlich. Mm. Die sind sehr geil. Auch besser als gedacht. Ja, weil die auch so schön so käse-cremig sind. Brisket ist auch da. Brisket ist da und Brisket lässt sich einfach auseinanderziehen. Sehr gut. Ja. Probier mal. Leider, wie befürchtet, ein bisschen zu weit. Ja. Mit Barbecue-Soße wird's gehen. Jo. Na. Ist das Geld in den Pork Belly auf jeden Fall viel besser investiert. Auf jeden Fall. Aber man muss natürlich dazu sagen, wenn du hier so ein Stück erwischst, wo richtig viel Fett dran ist, ne? Mhm. Dann wirst du gleich ein anderes Erlebnis haben. Aber im Grunde genommen, das ist ja die große Herausforderung beim amerikanischen Barbecue. Ja. Das Zeug musst du essen, wenn es fertig ist. Jo. Kannst du nicht liegen lassen. Ja. Ja. Das muss raus, kurz ruhen, aufschneiden, essen. Und deswegen ist es auch so schwer, das am Streetfood anzubieten oder im Restaurant. Was ich mir wiederum jetzt gerade denke, als wir in Köln unterwegs waren, mit Deliziös. Ich wollte es gerade sagen. Die haben das so geil wieder warm bekommen, das Zeug. Übrigens, 1. Januar, Deliziös, kommt Max das. Und Bernd, jetzt haben wir es rausgehauen. Das wird auch wieder übel werden. Mhm. Ja? Coleslaw haben wir hier drüben auch, mein Lieber. Mhm. Boah. Mhm. Der erste, der gut gewürzt ist. Ich habe schon ein paar gegessen hier die letzten Tage, waren alle kacke. Ja. Ja? Der ist schön bunt, da ist alles drin. Mhm. Top für mich. Wie sieht's denn aus mit diesem Dirty Reis, Alter? Jo, Rainer. Was ist das? Reis mit Wurst, so wie ich sehe. Okay. Ich weiß nicht, aus welcher Küche das jetzt entspringt. Ah, oder? Da sind... Oh ja. Dirty Rice. Wenn du dein Produkt Dirty nennst, das ist schon geil. Ja. Das ist diese Andalus Sausage, glaube ich. Die gibt mir sowas so von Stopfleber. Weißt du, wie ich meine? So die süßliche. Jetzt, wo du es sagst, in dem Augenblick hämmert es bei mir rein. Die haben doch keinen Stopfleber reingehauen, oder? Nee. Aber was ist das nur denn? Der Reis oder ist es die Wurst? Das muss die Wurst sein. Das ist wirklich so dieses süß-fettige.
Geh nochmal. Das ist die Wurst. Haben die eine Stopfleberwurst gemacht? Aber das rechnet sich doch nicht, oder? Gänsestopfleber in eine Wurst zu hauen. Warum schmeckt das denn so? Das ist wieder so krass. Und das ist der Grund, warum ich mit dem Jungen unterwegs bin. Weil der wirklich Ahnung vom Essen hat. Ich sag dir, 8 von 10 Köchen hätten das, diese Vibes jetzt nicht gespürt. Aber weil du es einfach kannst, weil du es einfach kennst, krass. Und ich denke eben so, weil so manchmal denkst du ja auch, dein Geschmack spielt dir so irgendwie einen Streich, weil kann ja nicht sein. Ja? Und wo du das sagst, hämmert das auf einmal rein bei mir. Das ist diese Mischung aus diesem Reis mit diesem Fett von der Wurst. Vielleicht ist da Leber drin verarbeitet oder so. Das kann natürlich sein, ja. Aber das ist auf jeden Fall auch krass. Der schmeckt geil. Er ist leider kalt, aber er schmeckt geil. Hat was, 100%. Ist sehr eigen. Ja. Und das liebe ich ja. Wir haben jetzt hier wirklich Geschmäcker, die suchst du eigentlich vergebens. Probier mal in Deutschland sowas zu finden. Keine Chance. Vielleicht auf dem Streetfood Festival hast du ein bisschen Hoffnung. Ja, aber versuch mal auf dem Streetfood Festival jemanden zu finden, der dafür 30 Euro bezahlt. Ja, das ist das andere Ding. Das ist die Herausforderung. Ja. Und deswegen gibt es auch viele Sachen nicht. Kann ich dir aus meiner eigenen Streetfood-Erfahrung sagen. Leute, nicht bezahlen. Exakt. Also ein schönes, fettiges Stück Brisket. Das ist schon was anderes, hast du schon recht. Ist es, gell? Barbecue trotzdem dazu. Ich habe zwei verschiedene. Einmal die Klassiker und dann einmal so eine Good Drunk. Aber hier so, das sieht schon anders aus, guck mal. Das ist ein bisschen fettiger und so. Aber der Geschmack vom Rind ist geil. Ich muss dazu sagen, in den USA ist es schwer, schlechtes Rindfleisch zu kriegen. Ja, das ist wirklich schwer. Anders als hier, ne? Ganz anders als bei uns, ja. Ich sag, das war ziemlich gut. Wir können das hier wegpolieren. Also was man auch mal einordnen muss, Preisniveau ist ein anderes, aber hier stehen halt auch über 100 Dollar auf dem Tisch. Ja. Das muss man einfach sagen. Und wenn man gerne Geld für Essen ausgibt, dann okay, aber sonst ist schon ein bisschen auer. Honig ist hart. Ja. Okay, wir müssen aber sagen, ich bin ja jetzt schon ein paar Tage in den USA unterwegs. Inflation kickt hier anders, ne? Also hier liegt, glaube ich, auch der Mindestlohn, ihr könnt mich berichtigen, bei 19, 20 Dollar fast. So, weißt du, das ist eine andere Geschichte. Ja. Zahlst hier mal locker für ein Wasser auch mal 8 Dollar, ne? So ist es nicht. Ja. Und das jetzt nicht an der Hotelbar, sondern ich rede am Supermarkt unten neben dem Hotel irgendwo. Ja, so. Aber ja, ist ein teurer Spaß, muss man sich gönnen. Aber hey, für euch kein Weg zu weit. So ist es. Max, ich habe irgendwie Bock, ne? Also das war jetzt alles schon sehr, sehr geil und eigentlich satt sind wir schon lange. Ja. Aber so ein bisschen irgendwie in die Asia-Richtung, da könnte man noch was machen, oder? Ich glaube, da gibt es auch was. Hast du was gesehen? Ja. Ich habe auch was gesehen. Vielleicht haben wir ja dasselbe gesehen. Eric! Komm her! Ey, Max, wir brauchen wieder ein ruhiges Plätzchen. Ja. Viel zu laut! Ey, Max, mach auf das Ding! Oh. Mama mia. Komm mal. Popcorn Chicken, Dumplings mit Hähnchen, Rice Cake. Oh. Und das sind. Das ist Nori außenrum. Ja, es ist Nori außenrum. Ich denke mal, das ist hier so ein. Das musst du wahrscheinlich mit dem Finger nehmen. Ja. Ist auch frittiert. Hm? Hey, was ist da drin, Alter? Ist das so Seafood? Das ist so bubblig. Das ist Reis. Oder? Nee. Was ist das? Das ist semi-nudelig. Wir sind mit unserem Latein am Ende. Geil. Es lässt sich auch nicht so richtig rausbeißen. Es ist so ein Ding aus. Es ist wie Glasnudeln mäßig so, ne? Also so ein bisschen. Ich frage mich, ob auch so ein bisschen von dem Meergeschmack davon kommt. Ja? Oder ob das nur Nori ist. Es ist eine Nudel. Ja. Safe. Ja. So eine Reisnudel, Glasnudel, irgendwas. Okay, ja. Aber schmeckt geil, oder? Ja. Weiter geht's mit Reis, oder? Was ist das hier? Ja, Rice Cake? Genau. Das ist auch richtig schwer, ne? Das ist eine ordentliche Portion, muss man sagen. Ich glaube, dass das da alles Gochujang ist oben drauf. Ja. Das könnte auch richtig übel ausgehen. Ja, das schallert wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon.
Mhm. Oh ja. Ist das scharf? Ja, lecker, aber so süß. Ja, doch, schon. Gochujang kommt schon, ne? Hat ein bisschen Schärfe. Mhm. Es fühlt sich zäh an irgendwie. Mhm. Ja, und ganz so stehen genommen, aber guck mal. Interessant. Ja. Ist Rice Cake. Fast ein bisschen wie so Mochi. Ja, genau. Ja. Konsistenz ist Mochi. Ja. Findest du gut? Würdest du mir nicht nochmal kaufen? Nee. Ja. Er kann man schon so dazu essen, ne? Ich glaube, es ist so ein Korea-Ding. Geht wieder um Konsistenz und Schärfe. Mhm. So, das sind diese Gluten-Rice-Cake-Teile, findest du in China auch und so. Ja. Aber es sieht halt geil aus. Es sieht gut aus. Ja. Soße auch geil. Jo, lass uns mal Chicken probieren, komm. Jo, da bin ich gespannt. Ah, das ist wieder. Es ist schon wieder so knusprig außen, trotzdem. Ja. Das macht ja so ein gutes koreanisches Hähnchen auch aus, ne? Außen knusprig, ja. Mm. Gewürze passen. Und innen muss es saftig bleiben. Man muss der Fairness halber auch immer sagen, wir sind jetzt wieder ein Stückchen weggelaufen und so. Ne? Die Temperatur ist jetzt nicht mehr da, wo sie sein soll. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nichts Schlechtes ist. Mm. Ich habe da wirklich schon viel von gegessen. Und auch schon selber gemacht. Mm. Das ist schon okay. Mhm. Ja? Aber? Man es muss aber. So ja, okay. Man muss aber sagen. Verlobte. Man muss aber wirklich sagen, finde ich, dass, obwohl das hier so ein geiles Szenario ist, mitten in LA, ja, der Foodmarkt hier, auf dem wir stehen, hat mehr Follower als wir beide zusammen. Ja, ich glaube, ja, irgendwie 350.000. Ja, das ist krass. Trotzdem ist nicht alles perfekt. Nee, wir hatten geile Sachen. Aber manches ist auch so ein bisschen mehr Schein als Sein. Das ist vielleicht ein bisschen charakteristisch für L.A. Ist es nicht auch ein bisschen charakteristisch für Streetfood-Festivals auch in Deutschland? Vielleicht. Da passiert mir das auch hin und wieder, weißt du? Ja, das stimmt. Ja, dass du das hast. Aber alles in allem, wenn wir jetzt hier, guck mal, so einen Tag verbracht haben und du verhältst dich hier ein paar Stunden auf. Wunderschön. Bisschen Musik, paar Drinks dazu, Atmosphäre, Location. Ja. Und dazu noch so ein bisschen zwischendrin von dem Zeug. Sind wir auf jeden Fall auch $200 los, locker. Ja. Aber war ein guter Nachmittag, so, weißt du? Das würde ich schon auch sagen. Ich glaube, das ist wirklich der Großmarkt von L.A. hier, wo wir stehen. Ja, also du hast hier auch die ganzen Händler, die irgendwie, was weiß ich, Agave verkaufen. Gewürze, Meeresfrüchte, alles Mögliche. Ja. Und wahrscheinlich, ich glaube, dass es hier richtig abgeht sonst. So wahrscheinlich den ganzen Tag über richtig Action und sonntags Ruhetag, deshalb haben sie das hier machen gemacht. Machen wir das hier. Ja, da hinten, guck mal, vielleicht kann der Eric das noch mal kurz zeigen. Da stehen auch ganz viele Gabelstapler und so weiter. Ich glaube, dass da auch richtig Action ist. Ja. Und dass hier auch spätestens heute Nacht wieder losgeht für morgen früh. Chicken Dumpling. Aber auch schön, guck mal, klingt angebraten. Ja. Ne? Ja. Mmh. Mmh. Von dem hier auf der Platte ist es auf jeden Fall vorne mit dabei. Ja. 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 Ich würde sagen, Dumpling und Chicken, gute Sache. Hier irgendwie mag ich es auch, aber verstehst du es so richtig? Mmh. Aber es snackt sich gut weg. Mmh. Ja. Mmh. Nee, braucht er nicht. Nein, Naps. Guck mal, wir haben gerade schon was richtig Wichtiges gesagt. Jo. Wir haben hier einen schönen Nachmittag verbracht. Jo. Geil zusammen gegessen. Mhm. Hummer, Pizza, alles. Alles so. Auch alles. Mit dem Taco ging es eigentlich schon gut los vorhin und so. Ja. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Wir haben gesehen, es gibt noch gar nicht so viele Videos hier über den Markt. Deutschsprachig schon gar nicht. Von daher haben wir den Leuten da draußen auch einen Gefallen getan. Ey, für mich bleibt zu sagen, du darfst auf jeden Fall die letzten Worte sprechen gleich, aber für mich bleibt zu sagen, ich würde hier wieder herkommen, wenn ich da bin. Ja. Ob ich jetzt hier alleine mit der Frau nur so, aber mit so ein paar Leuten zusammen, glaube ich, kannst du hier eine gute Zeit haben, kriegst da was Ordentliches zu essen. Ja. Ja? Aber wir haben natürlich in L.A. auch ein Überangebot von geilen Läden. Absolut. Deswegen haben die es schwer, Leute dann irgendwie zu verhaften, die das zweite Mal herkommen. Ich glaube, es geht hier so um das Gesamterlebnis. Ja. Ja? Denke ich auch. Eine Sache möchte ich noch sagen. Ja. Lasst gerne ein Abo da, kostet nichts und schmeckt lecker. Ja, das stimmt. Habe ich gelernt beim Bernd. War richtig geil. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Sonnenstrahlen in den kalten deutschen Winter schicken. Und für uns geht es jetzt auch bald wieder nach Hause. Deshalb bis bald. Mach's Vielen gut. Dank dafür. Aber guck mal, Digi, jetzt muss ich noch mal mit eingreifen. Das sind eigentlich deine letzten Worte gewesen. Aber da er so liebe Worte verloren hat, ne, muss man natürlich auch dazu sagen, dass nicht selbstverständlich, dass er hier auch seinen Urlaubstag für mich opfert. Gegenseitig. Ja, na klar, aber
Wenn ihr Max noch nicht abonniert habt, macht es auf jeden Fall. Ihr findet es unten in der Videobeschreibung alle Links, die ihr braucht. Unter anderem würde ich euch empfehlen, auch mal Pasta Poesia auf Instagram auszuchecken. Weil da kriegt ihr hier jetzt schon mal so Insider-Informationen. Leute, da kommt was Dickes auf euch zu. Checkt es aus, steht unten in der Videobeschreibung. Ja? Okay, und jetzt nochmal berühmte letzte Worte. Tschüss!